Also ich habe das Programm ja also, als Konzertprogramm gewählt. Ich fand aber Ende diesen Jahres es schön, mal ein Bach-Kantatenprogramm zu machen, also sozusagen ein quasi alternatives Weihnachtsoratorium mit Kantate zum ersten Weihnachtstag und zum ersten Advent. Also ich denke, für viele und für mich auch ist das eine ganz besondere Sache. Also es ist sozusagen das Drumherum ja anders als sonst, von Beleuchtung, von Position. Jeder muss an seinem Platz stehen. Jeder muss immer sozusagen im besten Styling auch schon in den letzten Proben stehen. Das ist schon eine aufregende Sache, aber wir freuen uns da riesig drauf und hoffen, dass wir jetzt gleich auch nach einer längeren Anspielprobe im ersten Konzert schon alles Geprobte abrufen können. Also es ist erstmal ein ganz spannendes Projekt, hat man so noch nicht mitgemacht. Ich habe mir schon ein bisschen überlegt, so wie ich mich heute frisiere, ja, und dass ich vielleicht beim Singen nicht so viel rumwackle, wie ich das sonst ganz gerne mache. Also na klar, ein paar Gedanken macht man sich schon. Ich habe mir natürlich sofort erstmal Gedanken gemacht, okay, sieht das so gut aus und so, aber es geht dann eigentlich, man kann das dann auch ausblenden und dann macht man das zur Routine und dann ist das ganz gut. Es ist eine positive Anspannung da. Wir haben das Stück schon sehr lange geprobt und jetzt ist es natürlich schön, dass das Konzert jetzt ansteht. Das heißt, der Zeitpunkt, wo man lange drauf hingeprobt hat, dass der jetzt kurz davor ist oder kurz bevorsteht. Ja, also es ist schon eine positive Anspannung da. Komm Jesu, komm zu deiner Kirche. Komm Jesu, komm zu deiner Kirche und gib ein Ziel. Ich bin seitdem ich 5 bin im Chor. Ich war vorher in so einer Musikgruppe und ja, dann wurde ich da empfohlen und dann kam ich zum Chor und habe da einmal zugehört und ja, fand es ganz gut und dann habe ich da angefangen. Wir betrachten uns da nicht als die Alten und die Jüngeren, sondern wie gesagt, wenn wir gemeinsam Musik machen, dann tun wir das, weil wir es eben gemeinsam nur können, also die Jungs und die Männer, und das ist einfach wundervoll. Und die Kleinen lernen von uns, genauso wie wir eben als Knaben auch von den Älteren gelernt haben, und das ist so dieser Generationenvertrag, den wir haben, und das macht einfach sehr viel Spaß und es ist ganz wundervoll. Gefördert deines Namens Ehre, erhalte die gesunde Lehre und segne Kanzel und Altar. Ich bin natürlich schon ein älterer Knabe, aber ich habe als Knabe angefangen im Knabenchor. Und so wie fast alle, 99% aller Männerstimmen, die wir heute haben, sind eben ehemalige Knaben. Das ist natürlich ein ganz großartiger Abend, insbesondere mit dieser wundervollen Musik, die wir singen. Bach, das ist natürlich fast gar nicht zu toppen, im wahrsten Sinne mit Pauken und Trompeten. Und wenn dann noch so etwas Spannendes wie eine DVD-Aufnahme dazukommt mit so vielen Menschen, die hinter den Kulissen stehen, dann ist das schon eine sehr interessante, sehr aufregende Sache, aber mit einer gewissen Routine macht man das dann natürlich auch ganz gerne und ich denke auch ganz sicher.
im Sommer in Russland und danach haben wir angefangen, das Programm zu proben. Ist dann immer ganz witzig, irgendwie im Sommer so das Weihnachtsoratorium zu singen. Aber gut, muss eben sein und ja, dann hat man ein schönes Ergebnis am Ende. Wir hatten allerdings auch andere Projekte noch nebenbei. A cappella-Konzerte, Gottesdienst singen, was alles so ansteht, die Vorbereitung des nächsten Projektes. Von daher war das auch gut, so früh zu beginnen. Das wird ein ganz besonderes Konzert, denn im Knabenchor sind wir ja eigentlich Spezialisten, sage ich mal, für so ganz alte Musik, also Bach und Händel und sowas. Und das ist halt heute mal ein Konzert, wo wir das voll ausleben können, diese Stärke. Und ich habe auch ehrlich gesagt richtig Lust, weil das eigentlich das ist, wofür ich hier mitmache.